Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu Pokémon TCG. Ein weiteres Pack-Opening erwartet uns. Glücklicher Zufall, dass es noch ein Pack-Opening gibt, aktuell jetzt so früh. Liegt einfach nur daran, dass ich mir was bestellt hatte und da Geld zurückbekommen hatte. Und dann hatte ich noch genug Geld, um mir halt hier nochmal 5 geile Booster zu gönnen. Wie ihr seht, haben wir auch die Kamera ein bisschen geändert. Ich hoffe mal, wir gucken, ob das so besser funktioniert. Autofokus ist auch voll am Start. Und wir öffnen jetzt einfach mal das erste Pack. Wir haben hier 5-mal den Dampfkessel. Ja, gut. Ja, okay. Das erste Pack will gar nicht aufgehen. Ist eigentlich immer ein gutes Anzeichen, weil in den Packs sind ja die krasseste Karte ever drin. So, okay. Zack. Gut. Wir legen die Karte weg und jetzt der unglaubliche Trick. 1, 2, 3. Und dann, was haben wir? Ein Dratines. Ein Hubbeluff. Ein Clownfusil. Oh, dann können wir Aerodactyl rufen. Habe ich jetzt 2 gezogen in ein Pack? Das war traurig. Ein Griffel. Ein Drifflon. Ein Sachmurzel, ein Sneebel, Otteru. Und jetzt kommen wir schon zur, ja, Ignivor in Holo. Sieht cool aus. Den Pflanzensymbol und unsere Rare ist ein Wow. Trikophalo. Grausame Fängen. Während des nächsten Zugs des Gegners wird Schaden, der durch Angriff des fällenden Pokémon zugefügt wird, um 40 Schadenspunkte reduziert. Schwarzer Brand. Lege beliebig viele an diesen Pokémon angelegte Energie auf dein Ablagestapel. Dieser Angriff fügt 50 Schadenspunkte für jede auf diese Weise abgelegte Energie ab. Wow. Starker Schaden. Ich meine, das ist starker Schaden, den man da ausüben kann. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt, auf jeden Fall schon mal ein starkes Phase 2 Pokémon gezogen. Kann man machen. So, zack. Das will sie nicht. So, machen wir lieber so. 1, 2, 3. Ein Vati. Pampyro, boah, da würde ich gerne die letzte Entwicklung ziehen, aber egal. Anohit. Keins deiner erweckten Pokémon hat eine Schwäche. Oh, cool. Ein Nasknet Donnerwelle. Wie viele Münzen bei Kopf ist das aktive Pokémon des Gegners jetzt paralysiert? Auch nicht verkehrt. Ein Lichtel auf kleiner Flamme. Versuch dein Deck nach bis zu 2 Karten und lege sie auf deinen Ablagestapel. Misch anschließend dein Deck. Okay. Kapuno. Ein Ponita. Ein Emerald. Blasen. Cool. Heile 10 Chancen bei diesem Pokémon. Okay. Und. Oh, nice. Fiaro. Orkanschwing. Wenn sich dieses Pokémon während deiner Spielvorbereitung auf deiner Hand befindet, kannst du es verdeckt als aktives Pokémon ablegen. Aero Blitz, 40 Schaden, untersuch dein Deck nach bis zu 2 Karten und nimm sie auf deine Hand. Mich anschließend dein Deck. Ich finde das so stark, ne? Also wenn man das echt am Anfang zieht, nicht schlecht. Und, ey, seht ihr das? Es ist schon wieder. Also damals mit Aerodactyl, okay, da hatte ich halt erstmal ein Holo Aerodactyl und ein normales. Jetzt hier schon wieder. Ich habe 2-mal Fiaro. Also, ich finde das cool, wenn ich jetzt ein Turbo Fiaro ziehen würde. Ziemlich nice. Könnte ich direkt spielen. Okay. Aber ich finde das schon ziemlich eigenartig, dass man halt 2-mal die gleiche Karte in einen Booster zieht. Also, naja. Habe ich bei keinem anderen Kartenspiel gehabt bisher. So. Weg. 1, 2, 3. So. Na, what? Habe ich gerade verkackt. Haben wir direkt unsere gute Karte. Ich meine, Azumarill
Azumarill Feewasser, Knuddler, wirf eine Münze bei Kopf, legt dieser Angriff 30 Schadenspunkte zu. Blasenquelle, heilt 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Wow, Azumarill ist schon mal ziemlich geil. Stabilität, Überfälle, wenn sich die Pokémon gerade dazu ist. Ja, okay. Na, Vati. Das sind drei. Skamnius, Schalos, Gremoritz, waghalsiger Sturz angefangen. Panflam, ein Kapuno, Nidoran männlich. Hab ich jetzt noch schon zwei von, oder? Und Skelabra. Nice. Unheilliche, was? Nee, ich kann es kaum lesen. Unheimliche Auswahl. Einmal während des Zuges von einem kannst du die obersten zwei Karten des Decks anschauen und eine davon auf deine Hand nehmen. Leg die andere auf den Ablagestapel. Erloschene Freunde 10 plus. Dieser Angriff fügt für jede Unterstützerkarte in deinen Ablagestapel 10 weitere Schadenspunkte zu. Das ist stark. Damit kann man wirklich viel machen. So. Ja, unsere letzten beiden. Also bisher finde ich es eigentlich ziemlich krass, was wir so gezogen haben. Ich kann auch nicht beklagen. Also waren echt voll coole Sachen bei. Ich würde sehr gerne irgendwie mal eine Turbo-Karte ziehen, aber auch eine, die mir was bringt. Oder eine EA-X. Oder eine Full Art, ja. Das würde mich persönlich auch noch sehr glücklich schätzen. 1, 2, 3. Aber passt ja schon, ne? Ein Zwortnjotknack. Was will? Okay. Mein Fossil, ein Mankey, ein Klick, ein Mantax, Schalos, Merrill. Hier, das ist ja schon unsere Hulu. Nachtmacher. Das ist die Wunde, wenn es geht, das schläft jetzt. Salz in die Wunde streuen. Verschiebe beliebig viele Schadensmarken von den Pokémon auf der Bank. Dann ziehen es an beliebiger Weise auf seinen anderen Pokémon. Wow, okay. Und unser wow. Beuterus, ja, hatten wir schon. Nix so Besonderes. Schade. Also bisher. Aber jetzt hier Gardevoir. Sag uns einfach Fiaro Turbo. Komm schon, Fiaro Turbo. Also online haben wir ja ein Turbo-Pokémon gezogen. Die Welter. Kann man ja immerhin sagen. 1, 2, 3. So. Gucken. Ja, die Karte für Megastolos. Klick-Klack. Spezielle Aufladung. Mische zwei Basen-Key-Karten aus deinen Ablagestapel in dein Deck. Basic Energy Karten. Darfst du alle möglichen nehmen? Weil wenn ja, dann ist das okay. Aber sonst ist das schon besser. Ich habe eine Karte, wo ich zwei auf die Hand nehmen darf. Käferbiss. Ja. WhatsApp. Tangela. Relitari. Also so ein Otaru. Also. Okay. Dein Gegner deckt seine Handkarten auf. Lege beliebig viele Basis-Pokémon, die du dort findest, auf die Bank deines Gegners. Okay. Und unser letztes Kart ist ein Trikofalo. Wow. Haben wir auch schon mal gezogen. Ja. Ist nicht schlecht, aber schade. Schade. Kein Turbo bei. Das ist ärgerlich. Gut, Leute. Der Part geht gleich weiter mit unseren Codes. Wir werden das einlösen. Das heißt, kurzes Switchen bis gleich. So Leute, da bin ich wieder für euch schon ein kurzer Schnitt. Denn wir sind jetzt hier online und öffnen die 5 Booster Packs von Dampfkessel noch einmal. Mal gucken, was wir hier online so ziehen. Das interessiert mich ja brennend. Gut, unsere ersten 10 Karten. Otaru, ganz neu bekommen, okay. Ein Glibunkel.
Giftzulage. Wenn das Verteidiger-Pokémon vergiftet ist, lege zwischen den Zügen 3 Schadensmarken auf jedes Pokémon. Dieser Effekt kann mehrmals angewendet werden. Krass, okay. Und hier haben wir ein Armaldo. Okay, cool. Cool, cool, cool. Aber warum auch nicht? So, wir öffnen Packet Nummer 2. Okay, ich wollte schon sagen, oder wir öffnen uns nicht. So, dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Überhaupt nichts Besonderes bei. Ja, überhaupt nichts Besonderes dabei. Schade. Gucken wir mal weiter. An den Ninja Boy. Kann man jetzt, glaube ich, auch eigentlich spielen. Ich bin nicht sicher. Und ein Atmurai. Vollendete Klinge, 40 Schaden, wenn der Schaden dieses Angriffs die Karte des aktiven Pokémon des Gegners auf 60 oder weniger reduziert, dann wird jenes Pokémon kampfunfähig. Wow. Langer Spieß. Dieser Angriff führt ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Wenn ich fische, ist eigentlich ziemlich stark. Mit langem Spieß können wir vorbereiten, einen töten, da auf unter 60 bringen, komplett töten. Ja. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. So, nächstes Booster Pack. Wenn hier so online geht, ist natürlich alles ein bisschen schneller. Wobei, na, das Laden hier dauert doch schon ziemlich lang. Ja, meinen letzten Part habe ich ja auch aufgenommen. Da hatten wir auch leichte Ladeprobleme. Liegt irgendwie am Spiel. Ich weiß nicht warum. Aktuell läuft es halt irgendwie nicht so toll. Aber es läuft noch. Also geht das ja eigentlich noch. Okay. Und mal gucken, was ziehen wir denn hier? Ein Jan Mega. Ignoriere alle Energien in den Angriffskosten jeder Attacke dieses Pokémon, wenn du genau 4 Karten auf der Hand hast. Ah, okay. Haben wir sogar das letzte Mal gezogen gehabt im anderen Pack-Opening als gestiegene Karte, soweit ich weiß. Nochmal Glibunkel bekommen. Und unsere letzte Karte ist ein Vulkanion. Nice. Vulkanion habe ich jetzt dreimal? Nicht verkehrt. Ich meine, Vulkan ist stark. Ich meine, 130. Mit einer Feuerenergie kann er an zwei Pokémon auf der Bank Energiekarten legen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Der Ninja-Junge, wähle einen deiner Basis-Pokémon im Spiel. Du suchst dein Deck nach einem Basis-Pokémon und tausch es gegen jedes Pokémon aus. Alle angelegten Karten sowie alle Schadensmarken, Spezialstunden, Spezialzüge und alle anderen Effekte bleiben auf den neuen Pokémon. Misch das erste Pokémon in dein Deck. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also wenn man so, keine Ahnung, hat ihn als Basis-Pokémon, dann tauscht man einfach gegen einen EX. Warum eigentlich nicht? So, und das war's auch schon mit dem munteren Ziehen. Ich hoffe, euch hat das Pack Opening gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.